Die Flüchtlings- und Asylpolitik in Deutschland gleicht offenbar mal wieder einem Mikado-Spiel. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Entweder weil er oder sie Geld locker machen muss oder weil die örtliche Infrastruktur, Wohnungen, Schulen, Gesundheitsversorgung überdehnt wird. Bund, Länder und Kommunen, das Dreigestirn unseres politischen Systems, wollen sich jetzt zusammenraufen und nach brauchbaren Lösungen suchen, um den steigenden Zorn der Bevölkerung zu dämpfen. Flüchtlingsgipfel, wie schafft Deutschland das? Jetzt in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Das wichtigste Ergebnis unserer heutigen Beratung ist aber, dass Bund, Länder und Kommunen eng abgestimmt arbeiten. Wir stehen Seite an Seite, um die großen Herausforderungen zu meistern. Wir schultern gemeinsam den großen humanitären Kraftakt. Inzwischen 1.062.000 Geflüchtete aus der Ukraine alleine in Deutschland zu versorgen. Unsere Bundesinnenministerin, nach dem Flüchtlingsgipfel, und die Ukraine ist ja nur ein Teil des Problems. Und damit herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Alex Asali ist bei uns. Sie sind vor etwa 9 Jahren nach Deutschland gekommen, noch vor der Flüchtlingskrise 2015. Also Sie sind aus Syrien, sind über Libyen und das Mittelmeer hier angekommen. Sie haben hier relativ schnell Fuß fassen können. Und um den Deutschen etwas zurückzugeben, das ist ja auch durch die Medien gegangen, haben Sie begonnen, auf eigene Kosten Obdachlose zu bekochen. Eva Quadbeck ist Chefredakteurin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein Zusammenschluss mehrerer Tageszeitungen. Und Sie leiten gleichzeitig das Hauptstadtbüro dieses Redaktionsnetzwerks. Helge Lind, SPD, Mitglied im Ausschuss für Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages. Und schließlich Tino Schumann, der CDU, Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg. Das ist etwa so das Städtedreieck Wismar, Schwerin, Lübeck, wenn man es auf der Landkarte sucht. Herr Schumann, nach der Berliner Silvesternacht, der tödlichen Messerattacke in Brockstedt und den Brandbriefen aus den Kommunen hat jetzt die Bundesinnenministerin ja schnell reagiert. Hat sie mit dem Flüchtlingsgipfel den richtigen Weg eingeschlagen? Schnell finde ich das ganz und gar nicht. Also getreu dem Motto, wenn ich nicht weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Ich glaube, das kann man heute grob zusammenfassen für den Gipfel. Und das ist sehr enttäuschend, muss ich sagen. Hat so nichts gebracht, nichts für die Kommunen. Und das war dringend erforderlich. So schnell meinte ich jetzt, dass nach diesen Ereignissen dann aber tatsächlich im Februar, nach dem Oktober, ein neuer Flüchtlingsgipfel abgehalten wurde. Was da alles passiert ist, reden wir gleich noch drüber. Herr Lind, hat der Bund, die Bundespolitik, auch die Ampelkoalition, wegen der vielen Parallelkrisen die Probleme der Migrations- und Asylpolitik etwas aus den Augen verloren? Definitiv nicht. Mag eine Außenwahrnehmung sein. Ich bin selbst zuständiger Berichterstatter im Innenausschuss für Asyl- und Aufenthaltsrecht. Und wir haben uns nahezu in jeder Innenausschusssitzung des Bundes mit der Frage befasst. Manchmal aber hat sich außen nicht wirklich die Breite dafür interessiert, weil andere Fragen das einfach überschattet haben, verständlicherweise. Aber wir verfolgen das ganz systematisch und auch ganz nüchtern und präzise, im Grunde seit Jahren, jedenfalls fachpolitisch. Ich meine jetzt auch gar nicht so sehr die Außenwahrnehmung, sondern was an Vorbereitungen getroffen worden ist für das, was jetzt gerade stattfindet. Frau Quadbeck, das war ja eine Flüchtlingskrise mit Ansage. Im letzten Jahr waren die großen Ereignisse die Ukraine, der beginnende Krieg gegen die Ukraine. Nahostkrise gibt es eigentlich immer. Im Jahr davor noch Afghanistan, also das heißt der überstürzte Abzug. Das alles hatte massenhaft Flüchtlingsströme zur Folge. Da sind wir eigentlich etwas reichlich spät dran, wenn wir jetzt uns zusammensetzen und darüber nachdenken, wie wir das Problem, weit über 1 Million Flüchtlinge im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen, lösen wollen. Ja, mit Sicherheit. Und ich glaube, das hat dann auch nicht unbedingt was damit zu tun, ob man sich im Ausschuss damit befasst hat oder nicht. Aber klar ist, dass die Probleme sich angestaut haben. Also es sind knapp 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer seit Kriegsausbruch gekommen, plus eben, dass auch im vergangenen Jahr das, was mal als eine obere Grenze festgelegt worden war, nämlich 200.000 aus anderen Ländern, auch die ist überschritten worden. Und dann kommt noch hinzu, dass wir ohnehin inzwischen so eine Verschränkung haben von
Problemen, die durch Flüchtlingszuzug ausgelöst werden und anderen sozialen und infrastrukturellen Problemen, die große Wohnungsnot, der Lehrermangel, nicht genug Kita-Plätze, nicht genug Erzieherinnen und Erzieher. Und darauf treffen dann eben noch mehr neu ankommende Menschen. Und das führt dazu, dass viele Bürgerinnen und Bürger inzwischen den Eindruck haben, dass das gar nicht mehr funktionieren kann, weil es an so vielen Ecken und Enden fehlt, dass man das auch nicht schnell diese Löcher stopfen kann. Und ja, es ist versäumt worden, da frühzeitig was zu machen. Bund und Länder hatten sich zusammengesetzt und die Länder bekommen ja auch Geld. Es ist nicht so, dass nichts geschieht. Aber die Größe der Probleme, die ist bisher überhaupt noch nicht in den Griff genommen worden. Jetzt reden wir ja hier in den Medien, Herr Asali, häufig über das Thema Flüchtlings- und Asylpolitik. Darüber, wie man mit den Problemen umgeht, wie man sie bewältigen kann, welche Maßnahmen die Politik ergreifen muss. Aber häufig wissen wir gar nicht, wie die Flüchtlinge, die Asylbewerber das selbst erleben. Ich habe ja gesagt, Sie sind kurz vor der Flüchtlingskrise 2015 aus Syrien hierher nach Deutschland gekommen. Wie geht denn das Land, wie geht Deutschland aus Ihrer Sicht mit Menschen um, die hier ein neues Leben beginnen wollen oder beginnen müssen? Also für mich hatte ich keine Schwierigkeiten, hier in Deutschland zu integrieren. Also es war wirklich, ich komme aus dem Tod, aus Syrien. Also man sucht nur nach ein zum Leben, mehr nichts. Ja, also aus dem Bürgerkriegsland Syrien? Genau, also nicht in Syrien, sondern in Libyen. Also ich war in ISIS-Gefängnis in Libyen für 6 Monaten und dann bin ich geflohen nach Deutschland von da. Und ich habe alles abgegeben, meine Wohnung, was ich besitze da, an jemanden, um mich rauszuholen von dem Gefängnis. Und ich bin hier angekommen und ich bin fertig. Ja? Und deswegen habe ich mein Projekt gestartet, diese Give Something Back to German People. Erstes Jahr habe ich fokussiert auf die deutsche Sprache zu lernen, weil also ich wollte nicht als Soziale leben hier in Deutschland. Und dann ab 2016 habe ich gestartet zu arbeiten bis jetzt. Also ich war niemals arbeitslos. Also, was hat Ihnen denn, das ist ja interessant, Sie sind ja sicherlich da ein Ausnahmefall, was gelungene Integration angeht. Es gibt viel zu wenige, denen es so leicht und so schnell gelingt, wie Ihnen hier Fuß zu fassen. Aber was hat Ihnen denn als erstes geholfen? Was war am Anfang oder was ist am Anfang das Wichtigste für einen Flüchtling oder einen Asylbewerber oder Asylbewerberin, wenn sie hier in Deutschland ankommen? Also für mich, 2 Frauen kamen zu mir im Hotel, war ich in Weißensee und sie haben mit mir geredet, was ich machen will und so. Sie haben deutsche Bücher zum Beispiel zu mir gebracht. Jeden Tag, wir gehen, also das ist sehr wichtig, wenn man die anderen kennenlernen kann. Also nicht so alleine zu leben und so. Also meine Sprache auch als Englischsprache. Also ich kann Englisch sehr gut aussprechen. Und das hat mir auch geholfen. Mhm. Also viele Leute hier in Deutschland, im Kreis von Kreuzberg und Schöneberg. Ich war immer in einem... Bei jemandem hat eine Organisation, heißt Sharehouse. Mhm. Und ich habe oft für ihn auch gekocht und zusammen so geredet. Hatten Sie denn auch negative Erfahrungen am Anfang? Nee. Was jetzt, ja vielen jetzt, anderen? Vielleicht jetzt, aber, jetzt eher. Aber von ganzem Hand nicht. Herr Schumann, wenn wir zurückgehen auf die Frage, wie wir diese Probleme lösen, die ja vor allen Dingen bei den Kommunen ankommen, mehr Geld gibt es ja eigentlich, das fordern ja die Landkreistage, die Städte und der Gemeindebund. Gibt es wahrscheinlich erst oder Zusagen für mehr Geld nach der Ministerpräsidentenkonferenz im April. Gab es bei dem Flüchtlingsgipfel trotzdem für Sie irgendwie einen Hoffnungsschimmer? Ihr Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager, da war ja enttäuscht darüber, dass es noch keine finanziellen Zusagen gibt. Gibt es trotzdem so etwas wie einen Hoffnungsschimmer für die Kommunen? In erster Linie ist es nicht das Geld, was wir brauchen, es ist das, was Frau Quadberg gerade sagte. Wir brauchen die Ressourcen, wir brauchen die Plätze, wir brauchen Sozialbetreuung, wir brauchen den Wachschutz, wir brauchen Kita-Plätze, Schulplätze, wir brauchen Ärzte, die wir nicht haben.
wir holen ja Menschen zu uns und keinen Stuhl, den wir irgendwo hinstellen. Die haben Bedürfnisse, wir müssen sie integrieren, wir müssen ihnen zeigen, wie die Regeln in Deutschland funktionieren, wir müssen ihnen die Sprache beibringen. Wir haben keine Lehrkräfte. Das kostet aber alles Geld, was Sie jetzt sagen. Das sind ja alles auch finanzielle Fragen, die gelöst werden müssen, ja, aber um das zu finanzieren. Die Menschen holen ja nicht die Kommunen zu uns, sondern wir kriegen sie zugewiesen. Aber wir haben die Aufgabe, entsprechend das zu leisten, um das eben entsprechend, was Herr Astalli gerade sagt, auch leisten zu können. Und das können wir nicht mehr leisten. Wir können nur noch warm, satt, trocken leisten. Und das ist ja kein Zustand, den wir bundesweit ja auch haben, wo viele Kollegen mich entsprechend auch bestärken, dass wir gemeinsam das Problem erkennen, aber die Bundesregierung es nicht erkennt. Und der Gipfel heute war eben die Zeit nicht wert, wie die er stattgefunden hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kam auch so mir so vor, dass der Gipfel gemacht wurde, so ungefähr nach dem Motto, ich mache jetzt einen, damit alle ruhig sind. Das waren so die Äußerungen, die ich wahrgenommen hatte. Und es war wirklich sehr enttäuschend. Ich hatte gerade gestern wieder eine Bürgerversammlung, wo ich mitgeteilt hatte, dass ich entsprechend in einer Stadt eine Containereinrichtung installieren möchte. Und da kommen eben, das sind andere Zeiten wie vor 8 Jahren. Die Welt hat sich weiter gedreht und wir müssen die Menschen in die Gesellschaft mitnehmen, damit wir die Akzeptanz einfach halten. Und die brauchen wir für die Integration, ganz entscheidend. Und das Schlimmste ist bei allem, das geht allen Kommunen Land auf, Land ab gleich, die Perspektive. Und wir haben keine Perspektive, wir haben kein Licht am Ende des Tunnels und das ist doch extrem schlimm. Wir brauchen Zuwanderung, da sind wir uns ja, denke ich, alle einig für das Land. Wir brauchen auch entsprechende Plätze für Menschen, die Schutz suchen. Aber wir können es mit der Anzahl der Menschen nicht mehr bewältigen und die Aufgaben lösen. Jetzt sitzt ja jemand von der Bundesebene hier mit Helge Lindt. Also das geht ja in erster Linie auch als Vorwurf an die Bundesebene. Es war ja auch gefordert worden von einigen, dass ja nicht nur die Bundesinnenministerin den Gipfel veranstaltet, sondern auch der Bundeskanzler und möglich, sondern der Bundesfinanzminister, weil die letztendlich auch über Geld bewilligen können. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf, dass die Kommunen sich da eigentlich alleingelassen fühlen und das eigentlich nur für eine Showveranstaltung halten? Ich nehme die Vorwürfe der Kommunen sehr ernst. Ich verwehre mich aber entschieden, und das regt mich zunehmend auf an der Debatte, welche Zwischentöne das hat. Also zum einen haben wir mit Menschen zu tun. Sind nicht Gegenstände, sind nicht Lasten, sind auch keine Objekte, die man irgendwie hier rein integriert. Sondern es sind Menschen, ob sie nun am Ende einen Anspruch haben auf Schutz oder nicht. Das halte ich für notwendig, weil wir mit Zahlen operieren und zunehmend es nur noch als wandelnde Probleme. Ich mache ein Drittel meines Lebens Migrations- und Asylpolitik, habe tausende Fälle bearbeitet und kenne die Schicksale dahinter und finde, dass man erstens mal feststellen muss, dass es eine riesige gesellschaftliche und politische Leistung ist, auf die das Land stolz sein kann. Wir reden nur vom Problem. Ich möchte auch mal hören, dass das dieses Land auszeichnet gegenüber anderen Ländern, die das nicht tun. Das wünsche ich mir, das auch deutlich so auszusprechen. Das Zweite ist es, ich finde es auch notwendig, das dann nüchtern zu machen. Und es ist einfach nicht begründet, jetzt zu sagen, wir sind alle enttäuscht. Man kann natürlich enttäuscht sein, wenn man irgendwelche Erwartungen weckt, die aber doch realistisch an diesem Flüchtlingsgipfel nicht zu stellen waren. Es gibt eine klare Abmachung aus dem November, dass zu Ostern mit Olaf Scholz und den Ministerpräsidenten gerade auch über die notwendige Finanzierungsfrage. Ich komme aus einer Haushaltssicherungskommune. Das heißt, ich fordere auch vom Bund und nerve meine Fraktion und meine Regierung auch damit, dass wir deutlich mehr Geld für die Kommunen brauchen. Dass die Frage der Kosten der Unterkunft, der Übernahme von Flüchtlingskosten und vieles anderes zu einem wesentlich höheren Anteil vom Bund zu tragen sind. Nur das von diesem Flüchtlingsgipfel heute zu erwarten, war wirklich unrealistisch. Und das Dritte ist, es mag dann so enttäuschend klingen, dass man jetzt endlich besser die 3 Ebenen abstimmt. Aber das ist doch gerade, was fehlt und seit Jahren fehlt, dass wir wirklich einen Überblick haben, was wo passiert, dass wir die ganze Frage von Verteilung und Übernahme von Kosten nochmal neu definieren und das systematisch machen. Denn das ist seit 15, wenn wir ehrlich miteinander sind, eben nicht erfolgt. Jetzt sind da ja dieses und im letzten Jahr insgesamt, wenn ich das richtig zusammengezählt habe, etwa so 5 Milliarden Euro unterwegs, was die Flüchtlings- und Asylbewerberhilfe angeht. Sie haben es vorhin schon gesagt, Frau Quartbeck, es trifft auch auf eine Menge Strukturprobleme, die ursächlich gar nichts mit der Flüchtlingsproblematik zu tun haben. Selbst wenn jetzt Geld da ist und man sagt, wir brauchen zum Beispiel auch mehr Personal auf verschiedenen Ebenen, sowohl in der Betreuung der Kinder, in den Schulen, in den Gesundheitszentren, aber auch in den Gemeinde- und Stadtverwaltungen. Das Personal fehlt ja oft, weil es eben überall Personalmangel inzwischen gibt. Ja, man kann das besonders gut an der Bildungspolitik oder am Thema Bildung festmachen. Da hat Deutschland ja vor
also vor 2015 damit gerechnet, dass wir eigentlich immer weniger Kinder haben, dadurch, dass die Geburtenrate in Deutschland nicht hoch ist. Und man hat sich dazu entschieden, dementsprechend auch weniger Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Man hätte natürlich auch damals sagen können, man steckt diese demografische Rendite, wie sie heißt, in das System und sorgt dafür, dass mehr Lehrer, dann weniger Kinder dafür qualitativer unterrichten. Man hat sich aber anders entschieden und das Geld anders ausgegeben. Und das fällt uns natürlich jetzt besonders auf die Füße. Ich würde aber gerne noch einen Punkt sagen, so zu der Qualität des Gipfels heute. Ich glaube, ein Problem ist, also ich finde das gut, dass die Innenministerin dazu eingeladen hat und es ist substanziell nicht so sehr viel bei rumgekommen, aber man versucht ja, sich organisatorisch neu und anders aufzustellen. Aber was man eben auch gemerkt hat, dass schon so ein bisschen Wahlkampf, hessischer Wahlkampf um die Ecke schaut. So auf der einen Seite die Innenministerin, die eben auch Punkte in der Öffentlichkeit machen musste und da natürlich auch unter Druck steht, weil diese Probleme, die Herr Schumann beschreibt, in den Kommunen ja tatsächlich so vorhanden sind, das ist ja nicht übertrieben. Und dann auf der anderen Seite eben auch teilweise ein CDU-Innenminister und auch ein Landkreistagpräsident, der auch der CDU angehört, die natürlich dann auch der Innenministerin mal zeigen wollen, wo der Hammer hängt. Also das ist sicherlich auch nicht ganz einfach, dass das jetzt auch noch diese real vorhandenen Probleme überlagert. Wir kommen gleich auf die konkreten Probleme vor Ort nochmal zurück. Herr Asali, es geht ja in Deutschland auch darum, wie man die Flüchtlinge einigermaßen gerecht im Land verteilt. Es gibt nicht in den Städten ist die Infrastruktur da, das werden Sie ja selbst bestätigen können, aber immer weniger Platz. Im Land ist es umgekehrt. Da gibt es kaum Infrastruktur, dafür aber viel Platz. Wo hat es denn aus Ihrer Erfahrung, Sie haben ja jetzt auch einen Überblick über Deutschland insgesamt, wo ist es besser, was Integration angeht, was Angebote angeht zur Integration auf dem Land oder in der Stadt? Oder kommt es da auch eher auf die Kommunalpolitik an? Es kommt auf die Kommunalpolitik an. Also ich spreche über meine Erfahrung. Also was habe ich in Deutschland, was passiert? Und ich finde das komisch, ja? Und ungerecht auch. Also es gibt zum Beispiel die Flüchtlinge, die hatten Glück, um ein Zimmer in einem Hotel zu bekommen. Ja? Aber wenn es gibt kein Zimmer, sie bezahlen 50 Euro für jede Person, jeden Tag. Ja? Und kommen die Leute, die stehen draußen neben Sozialamt oder neben Jobcenter und so, und kommen an die Flüchtlinge, ja, hast du einen Zettel, ein Zimmer zu mieten? Ja, habe ich. 50 Euro, das heißt 1.500 Euro monatlich. Ja? Sie nehmen das Zettel und sie haben schon eine Wohnung gemietet und teilen diese Wohnung mit 10 Flüchtlingen. Und sie bezahlen jeden Monat zum Beispiel 500 Euro für die Wohnung. Mhm. Ja? Es gibt Leute, sie bekommen das nicht. Ja? Also, sie setzen in ein Flüchtlingsheim. Sie können nicht so gut kochen oder also schönes Leben zu haben. Es gibt auch keine Intimsphäre dort. Genau, ja. Genau. Also das ist wirklich, finde ich, etwas so ungerecht. Herr Schumann, wie sieht das eigentlich jetzt konkret vor Ort aus? In Ihrem Landkreis gibt es einen Ort namens Upal. Auf den bin ich vor 14 Tagen durch einen Fernsehbericht im ZDF aufmerksam geworden. Ich glaube, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, 1600 Einwohner und 400 Flüchtlinge, glaube ich, aus Afghanistan sollen dorthin kommen. Das wäre jetzt auf Berliner Verhältnisse umgerechnet, wenn zu den 4 Millionen Berlinern noch 1 Million afghanische Flüchtlinge auf einmal kämen hier in die Stadt. Das ist vielleicht jetzt kein richtiger Vergleich, zeigt aber die Größenordnungen. In dem Filmbeitrag hat man auch, sind auch Menschen aus Upal zu Wort gekommen. Problematisch finden Sie die hohe Zahl an Flüchtlingen und auch die Herkunft der Flüchtlinge. Wie ist da die Stimmung im Moment? Ja, das widerspricht da eindeutig das, was Katja Lindt sagte. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern liegt es nicht am Geld. Mhm. Die Kommunen, die 8 Gebietskörperschaften, die 6 Landkreise und die beiden Städte kriegen alles zu 100% bezahlt. Alle Kosten. Bei uns liegt es nicht am Geld. Und trotzdem haben wir die Probleme. Und es ist eben nicht so, dass es ein parteipolitisches Geplänkel gerade ist auf Bundesebene. Ich bin Kommunalbeamter, Landrat. Und bin kein Minister, bin auch kein Abgeordneter und bin einfach für die Menschen da, mache seit 8 Jahren Kommunalpolitik. Und über alle, wenn Sie jetzt von den Parteien sprechen, über alle Parteien ganz hinweg, sind auch überall die gleichen Signale zu hören. Und wir haben in Upal das Problem gehabt, insgesamt im Landkreis, dass wir keine Grundstücke angeboten bekommen haben, weil die Akzeptanz, und das ist auch das Entscheidende, wir brauchen kein Geld, wir brauchen die Akzeptanz in der Gesellschaft.
die schwindet zusehends. Und das ist auch das Gefährliche. Wir müssen auch die Menschen mitnehmen, dass wir solche Notlösungen wie in Upallen nicht haben müssen. Und dass es eine zeitweise errichtete Unterkunft wird, weil wir einfach seit November schon Menschen in Sporthallen untergebracht haben. Mhm. Nach dem Krieg letztes Jahr, wo wir 3000 Menschen aus der Ukraine versorgt haben, die mittlerweile im Landkreis verteilt sind. Wir haben eine Leerstandsquote von unter 2% im Landkreis. Durch die geografische Lage, durch die gute Attraktivität meines Landkreises. Und das liegt eben nicht am Geld. Das müssen doch alle mal verstehen. Wir brauchen doch erstmal die Akzeptanz dazu. Sie brauchen Unterkünfte. Die Menschen, die jetzt nach Upal kommen, sind, glaube ich, bisher in Turnhallen untergebracht, sollen jetzt in eine Zeltstadt oder ein Containerdorf untergebracht werden. Es gibt ja auch Versuche, Bundesimmobilien dafür zu nutzen. Da hört man auch immer wieder, dass manche seien gar nicht brauchbar für diese Unterkünfte. Was erwarten Sie denn jetzt konkret? Das heißt also, dass anders verteilt wird, dass anders untergebracht wird. Was muss der, wenn Sie sagen, es liegt nicht am Geld, es liegt an einer Strategie, mit den Flüchtlingen in Deutschland, mit diesen Flüchtlingszahlen umzugehen? Genau. So ist es. Wir müssen in die Lage versetzt werden, dass wir die Aufgabe, die an uns gestellt ist, per Gesetz auch leisten können. Insgesamt. Und das können wir nicht mehr, weil ich gerade sagte, ich kriege in meinem Landkreis 20 bis 30 Menschen pro Woche zugewiesen. Aus Syrien, aus der Türkei, aus Afghanistan, Iran, Irak. Im Wesentlichen momentan. Im Wesentlichen sind es auch Männer, die zu uns zugewiesen werden. Das ist zusätzlich in der Bevölkerung, das hören wir immer wieder, das Problem, was die Bevölkerung sieht, um das mal auch deutlich zu sagen. Weil es eben anders ist bei den ukrainischen Geflüchteten, dass da Frauen und Kinder kommen. Wir brauchen einfach... Die Zahlen sind so hoch und die bleiben auf einem konstant hohen Niveau, so die Aussage des Landes, dass wir in eine Situation laufen, wo keiner mehr weiß, wie wir das lösen sollen und die Akzeptanz weiter schwindet und wir Leute in Ecken treiben, wo wir sie nicht haben wollen. Darf ich mal ganz kurz mit der Geldfrage, das habe ich nicht ganz verstanden, weil Herr Sager, Ihr Landkreistagpräsident, hat ja heute sehr klar nach dem Gipfel gesagt, dass er so enttäuscht ist und dass der Kanzler dabei sein soll, weil man eben mehr Geld braucht. Und Sie sagen, Sie haben genug Geld, um die Leute zu versorgen. Das verstehe ich einfach nur an der Stelle nicht. Genau, ich bin nicht die Landesregierung, ich bin auch nicht die Bundesregierung, ich bin der Kommunalbeamte, der das Flüchtlingsaufnahmegesetz MV hat. Mhm. Und alle Kommunen in MV bekommen es wie in Bayern 100% gegenfinanziert. 1:1. Bei uns der Finanzminister, Herr Geuer, hat eben den Forderung aufgemacht, dass das Land MV mehr Geld braucht. Das ist mir aber egal. Mhm. Ich habe aus meiner kommunalen Sicht, und ich bin Landrat für meinen Landkreis, und darauf kommt es an, dass wir alles erstattet kriegen, aber es liegt hier nicht am Geld. Wenn es aber alle Kommunen betrifft in Deutschland, scheint ja das Geld nicht das Problem zu sein, Herr Lindt. Sie wollten noch was dazu sagen. Also zum einen, also meine Stadt freut sich über mehr Geld, denn wir haben in Nordrhein-Westfalen nicht die Situation, also Wuppertal, es geht ja um die Zuweisungen für Flüchtlingsunterbringung, ja, aber für trotzdem, die anderen Haushalte. Man kann es ja nicht so unterkomplex darstellen. Es mag Kommunen gehen, wo es nicht um finanzielle Fragen geht, bei anderen ist es das aber ein ganz zentrales Thema. Da geht es nämlich darum, nicht nur, wie bezahlen wir Flüchtlingsunterkünfte, sondern was ist mit Kita-Plätzen, neuen Kitas, Schulinvestitionen. Es hat ja Folgen. Wenn Städte wachsen, wenn Orte wachsen, wenn mehr Menschen kommen und wir sie nicht als Gegenstände behandeln wollen, was ich vorhin ja deutlich gemacht habe, sondern als Menschen, brauchen wir eine Infrastruktur. Übrigens auch für die anderen. Das wurde ja vorhin richtig beschrieben. Es gibt ja infrastrukturelle Probleme, die gar nichts zu tun haben mit Geflüchteten. Das kommt aber jetzt zusammen. Deshalb ist es zum Teil eben tatsächlich eine finanzielle Frage und eine Frage des finanziellen Lastenausgleichs. Und auch in Nordrhein-Westfalen immer wieder ein Thema, werden Mittel, die an das Land gehen, vom Bund aus weitergegeben an Kommunen. Das Zweite aber, das erlaube ich mir schon noch zu sagen, ich denke, es ist nicht unsere politische Aufgabe, jedenfalls ich sehe es nicht so, Ängste, die da sind, zu beschwören oder zu verstärken. Der Umstand, dass ein Mensch syrischer Mann ist, sagt erstmal gar nichts, sondern nur, dass er männlich ist und syrisch ist. Daraus dann politisch gleichzeitig zu machen, das ist automatisch ein Problem, halte ich für gefährlich. Ich finde es schon wichtig, aber dass das wir auf unsere Worte achten. Aber nicht auch der Eindruck, dass man jetzt, dass Flüchtlinge, es kommen unterschiedliche Flüchtlinge zu uns aus unterschiedlichen Ländern. Also Sie haben es jetzt skizziert, aus der Ukraine kommen vor allen Dingen junge Frauen, zum Beispiel mit ihren Kindern, die Männer kämpfen an der Front. Und aus Syrien, Irak, Afghanistan kommen vor allen Dingen alleinreisende junge Männer. Dass das trotzdem irgendwie, wenn Sie jetzt auch sagen, da kann man nicht sofort irgendwie ein Vorurteil, ein Stereotyp ziehen, aber die Menschen nehmen das ja irgendwie wahr. Gibt es da eine unterschiedliche Kategorie von Flüchtlingen in der Wahrnehmung der Menschen? Ich glaube, man muss die Probleme, die es gibt, benennen, ohne es zu pauschal zu tun. Aber es ist ja schon, wenn man jetzt mal guckt,
wo, von welchen Flüchtlingen ist Gewalt ausgegangen? Dann waren das meistens junge Männer, eher aus dem arabischen Raum, und es waren nicht die ukrainischen Mütter mit ihren Kindern. Das kann man schon festhalten. Und da ist man dann eben tatsächlich bei dem Problem Akzeptanz, wenn solche Dinge passieren wie Brokstedt und hinterher kommt raus, dieser Mann hätte abgeschoben werden können. Dann regt sich ja nicht nur die deutsche Bevölkerung darüber auf, sondern dann regen sich auch ganz viele Migranten und Migrantinnen, die hier in Deutschland leben, darüber auf, weil sie sagen, dadurch wird auch unser Ruf einfach beschädigt, wenn das nicht möglich ist, dass der Staat Menschen, die er abschieben müsste oder sollte, einfach nicht abschiebt. Und das wäre ja wirklich nach unseren Regeln und nach unseren Gesetzen. Und was total wichtig ist in einer Situation, in der eben so viele Menschen kommen, dass die Leute das Gefühl haben, dass die Regeln, die wir haben, die ja gar nicht so schlecht sind, dass die wirklich auch vollzogen werden. Und das Signal ging ja heute auch von dem Gipfel aus, dass man gesagt hat, ja, man möchte da auch wieder in die Vorhand kommen und auch Rückführungen einfach stattfinden lassen. Aber der Beweis muss jetzt tatsächlich erbracht werden. Zum Thema Rückführung kommen wir gleich noch. Ich muss widersprechen. Herr Asali, es gibt ja in der Tat diese Probleme oft mit jungen, alleinreisenden Männern aus dem arabischen Raum. Wie nehmen Sie das wahr, die ankommenden Flüchtlinge, die vielen, die dann in den letzten Jahren gekommen sind? Ist das auch aus Ihrer Sicht ein Problem oder herrschen da vor allen Dingen Vorurteile vor? Sind das einige wenige, die aus der Rolle fallen? Wie nehmen Sie dieses Problem wahr? Das spielt in Berlin zum Beispiel natürlich auch eine große Rolle. Ja, also ich sehe, dass es gibt immer Schwierigkeiten mit den Flüchtlingen, also die neuen Flüchtlinge, die kommen. Aber ich denke, sie sollen sich auch helfen. Also nicht alle kommt auf die Deutsche oder auf die Regierung in Deutschland und sie sollen alles machen und so. Also es gibt Leute jetzt seit zum Beispiel 5 Jahren, die sind hier in Deutschland und sie haben kein Deutsch gelernt, sie haben nicht gearbeitet, aber die anderen, die Neuen, die kommen hier nach Deutschland, ja. Also diese Leute, die sind negativ und sie haben ihre Plätze für die Neuen weggenommen. Und sie bleiben hier trotzdem. Es gibt hier in Deutschland kein Gesetz, zu sagen, also du hast eine Chance hier zu leben. Nach 3 Jahren, wenn du nicht integriert bist, du sollst raus. Es gibt anders, sie möchten hier kommen. Und dann es gibt, also die Leute, sie werden keine Schwierigkeiten finden. Aber das ist ja nicht so einfach, Herr Asali, wenn der Fluchtgrund, zum Beispiel Bürgerkrieg, noch gar nicht weggefallen ist, zu sagen, du musst das Land wieder verlassen, wenn du dich nicht innerhalb von 3 Jahren integriert hast. Was ist auch integrieren? Müssen sie die Sprache sprechen? Müssen sie einen Arbeitsplatz haben? Brauchen sie eine Wohnung? Was ist da die Voraussetzung für sie? Was ist integriert? Also integriert zu arbeiten, also Jobbörse ist ganz sehr groß hier in Deutschland und es gibt immer Chancen zu arbeiten, das ist nicht so schwer. Es gibt viele Leute, sie brauchen überhaupt auch keine deutsche Sprache, kommen nur und arbeiten. Also es ist nicht schwer, wenn man das will. Also ich spreche über meine Erfahrung. Mhm. Ja. Ich bin angekommen hier in Deutschland in 2014, ich bin nicht der Beste, das sage ich nicht, aber soll man so sein auch? Positiv sein. Nach 1 Jahr habe ich gestartet zu arbeiten. Mehr brauche ich nicht. Aber und ich soll jetzt der Gesellschaft helfen in Deutschland. Aber fehlt es anderen dann, Sie haben das gemacht, fehlt es anderen da am Antrieb? Warum machen das andere nicht, was Sie gemacht haben? Also einfach, die sind bei uns, in unserem Land, die sind negativ. Sie arbeiten auch nicht. Auch durch die Kriegserfahrungen traumatisiert. Ja, ja. Es gibt noch einen anderen Aspekt, den würde ich gerne noch ansetzen. Wollen Sie direkt drauf? Ich halte es nur als Klärung für wichtig, weil ich da einen Unterschied sehe. Ich glaube, dass es möglich ist, einen konsequenten Rechtsstaat zu haben, auch einen Staat, der hart Law and Order durchsetzt, ohne dass man in pauschalierende und rassifizierende Kategorien fällt. Und das meine ich sehr ernst. Die berechtigte Debatte nach Brokstedt und anderen wäre doch, wie konnte es kommen, dass dieser Mann nach den vielen Formen von Auffälligkeiten mehrfach vorbestraft und noch viel mehr Taten, Gewalttaten, sexuellen Missbrauch und so weiter und so fort, ist ja alles dokumentiert, dass er dann aus der Untersuchungshaft gekommen ist, warum er keine Ausweisung hatte. Übrigens, Ausweisung ist erstmal der erste Schritt. Aberkennung des Titels, Abschiebung, um es mal sachlich präzise darzustellen. Das ist doch dann die wichtige Debatte, aber nicht, wir haben ein Problem, weil arabischer Mann. Und
ich will mal die andere Perspektive zeigen. Wie nehmen das denn die ganz vielen Deutschen oder künftigen Deutschen arabischer Herkunft wahr, wenn immer die Debatten geführt werden? Und das kann ich Ihnen sehr genau haben. Die haben das satt. Weil sie nicht nur sagen, es gibt die bösen Syrer, die da sind, sondern sie sagen auch, wir wollen aber nicht diese Muster erleben, wie wir sie nach Silvester und sonst wie erleben, sondern wir wollen einen konsequenten Rechtsstaat erleben, der aber nicht immer wieder in diese simplifizierenden Muster fällt. Dann ziehen wir jetzt das Thema Rückführung vor, wenn Sie schon angesprochen haben. Diese Rückführungen, die scheitern ja sehr oft. Sogar bei vielen Straftätern, also der von Brockstedt war jetzt das Extrembeispiel. Ja, warum scheitern die eigentlich? An wen richtet sich die Frage? Sie können das, natürlich. Ich habe ein gutes Beispiel. Wir hatten eine Person aus Tunesien, die nach Dublin abgeschoben werden sollte am 2. Januar. Am 28.12. kriegte ich die Mitteilung, dass die Abschiebung ausfällt. Warum? Er ist über Italien zu uns nach Deutschland gekommen und Italien hat einen Aufnahmestopp gemacht. Und so ist er jetzt das Dublin-Verfahren ausgelaufen und er ist jetzt im Asylverfahren drin und können die Abschiebung nicht mehr durchführen. Und das sind so Beispiele, die Kommunen und die man nicht verstehen kann, warum das so lange dauert. Und Italien hat jetzt eine andere Regierung, hat jetzt andere Maßregeln für sich gemacht. Und natürlich macht das den Leuten Angst, wenn nur Männer kommen. Sie können ja mal mitkommen in die Bürgerversammlung, wo ich hingehe. Und das sind nicht die Rechten, die den Arm hochheben. Das sind die einfachen Bürger, die da wohnen, vor Ort zu Hause, die eben die Meldung kriegen aus Brockstedt oder anderen Teilen von Deutschland und die natürlich Angst haben. Und die Angst kann ihnen auch keiner nehmen. Wer will ihnen die Angst nehmen? Ich kann es nicht tun. Es ist doch klar, dass das für die Bevölkerung insgesamt, wenn das nicht mehr real betrachtet werden kann, wenn man es nicht mehr leisten kann, wenn die Kommunen schon klagen und der Bund das missachtet, entsteht doch eine extrem große Spannung, die zu Dingen führt, die wir nicht haben wollen. Und das muss doch erkannt werden. Und ich kann das nicht einfach pauschalisieren. Man muss die Dinge sehen und wir können auch nicht alle Landkreise über einen Kamm scheren. Jeder Landkreis ist heterogen. Ich habe zum Beispiel keine Bundesimmobilien oder Landesimmobilien, die ich nutzen kann. Und insofern ist es doch eine Lage, die nicht erkannt wurde. Und nochmal, der Gipfel ist nur entstanden, weil die Schlagzeilen letzte Woche da waren. Das ist meine Meinung. Aber es ist ja auch so, man muss das nicht nur nach Nationalität oder Herkunft sehen, sondern wenn man in die Kriminalstatistik guckt und schaut, von wem gehen die meisten Gewalttaten aus, es sind eben mehr junge Männer als ältere Frauen. Also so, das hat nicht unbedingt was mit Nationalität zu tun. Und wenn dann eben überproportional viele junge Männer kommen, dann gibt es eben auch überproportional viele Straftaten. Und damit, das muss man benennen und damit muss man sich auseinandersetzen. Und das Problem ist, dass in der Bevölkerung die Akzeptanz sinkt, wenn man sich nicht mehr traut, dann zu sagen, aus welchen Ländern die kommen. Das muss gesagt werden dürfen, ohne dass das als rassistisch gelabelt wird. Entschuldigung, aber ich glaube, wir leben dann teilweise in anderen Universen. Das passiert doch längst nicht mehr. Das war ein Thema nach Köln. Mittlerweile wird doch jedes Mal auf Silvester gesprochen. Genau. Wir dürfen nicht mehr drüber sprechen, aber es wird permanent doch drüber gesprochen. Es ist doch gar nicht der Zustand. Die Gewerkschaft der Polizei, die DPOLG, andere, haben das eingefordert. Es ist längst politische Praxis, dass benannt wird, die Herkunft. Nur klang eben so, als wollten Sie das nicht. Aber nicht, das sage ich Ihnen ganz deutlich, dass einfach dann immer diese Formulierung syrische Männer oder so macht. Also ich kann das Ihnen sehr genau dokumentieren. Genau diese sachliche Argumentation, die Sie einfordern, findet eben nicht statt. Dass man sagt, junge Männer, das hat was mit dem Alter zu tun, das hat was mit bestimmten Bedingungen zu tun, sondern es werden ganz schnell Kulturdebatten geführt. Aber das ist nicht zielführend. Die kommen ja vor allen Dingen, weil sie eben häufig diejenigen sind, von denen man glaubt, wenn aus diesen Ländern Migration stattfindet, dass sie eben tatsächlich dann auch ihr Ziel erreichen. Das hat jetzt nicht unmittelbar etwas mit Kultur zu tun. Und aus Afghanistan kommen übrigens auch Frauen und nicht nur Männer. Aber wir sind ja beim Thema Rückführung, Frau Quadbeck. Das ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben Illegale hier im Land, die gar nicht sein dürften. Es gibt Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wird, rechtskräftig abgelehnt wird, die ausreisepflichtig sind. Es gibt Straftäter, die ihren Aufenthaltstitel verwirkt haben, wenn man so will. So, und es gibt auch Abschiebehaft. Jetzt gibt es aber viele Gründe, dass diese Rückführung, die rechtsstaatlich korrekt ist und rechtskräftig, nicht stattfindet. In dem Land ist noch Bürgerkrieg. Die Person ist krank. Sie hat vielleicht hier auch familiäre Bindungen. Das sind alles Personen, die dann eben im Moment nicht zwar ausreisepflichtig sind, aber man nicht ausreisefähig. Aber es gibt trotzdem immer noch viele, die, glaube ich, unter diese Kategorie fallen. Sie könnten wirklich ausgewiesen werden. Und viele haben das Gefühl,
wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, dass sie diese Menschen nicht ausgewiesen werden. Es war ja von Akzeptanz in der Bevölkerung die Rede, von schwindender Akzeptanz, Sie haben das auch gesagt. Das verschärft das Problem ja. Ja, ich glaube, auch da muss man differenzieren. Also was wirklich wichtig wäre, ist, dass verurteilte Straftäter, Straftäterinnen, sollten sie abgeschoben werden. Das sollte sichergestellt werden. Und dann ist es ja so, manchmal werden ja auch die Falschen abgeschoben. Dann gründen sich Bürgerinitiativen und sagen, Mensch, der kickt bei uns im Fußballverein und der hat einen Job und der steht auf eigenen Füßen und der ist eine Bereicherung für unsere Gesellschaft. Und trotzdem wird dann eben abgeschoben, weil das dann ein Mensch ist, der sich den Behörden eben nicht entzieht. Also da wäre es gut, auch einfach sowohl Pragmatismus wie auch Konsequenz reinzubringen, also beides. Und dann haben wir ja immerhin jetzt diesen Spurwechsel, wo es möglich ist, dass Leute, die eigentlich nicht die Berechtigung haben, in Deutschland zu leben, aber sich wunderbar integriert haben und als ja, als Bereicherung für die Gesellschaft wahrgenommen werden, in die Sozialsysteme einzahlen, dass man da sagt, die sollen auch in Deutschland bleiben können. Und wenn man das konsequent macht, das stößt ja auch auf Akzeptanz. Kommt das auch häufig vor, dass dieser Spurwechsel jetzt nicht nur humanitäre, sondern auch ökonomische Gründe hat? Man sagt eigentlich, wieso jetzt ihn ausweisen? Er hat ja genau einen Job, den wir hier dringend brauchen. Also der Spurwechsel hat ja, der ist ja mit einem Stichtag verbunden, der hat ja ganz klare Regeln. Also man darf nicht straffällig geworden sein, man muss eben ohne Sozialhilfe leben und nur dann kann man eben im Land bleiben. Und das ist dann gar kein subjektives Kriterium, sondern objektiv nachvollziehbar. Vielleicht zur Erklärung, das ist ja dieser Chancenaufenthalt. Und der bedeutet erstmal, das ist ja ein neues Recht, was wir frisch beschlossen haben, dass Menschen ein Jahr Möglichkeit haben, wenn sie nicht straffällig werden, entsprechend dafür zu sorgen, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst sichern können, dass auch ihre Identität geklärt ist. Und wenn das innerhalb dieses Zeitraums, mittlerweile dann wurde es ja nochmal erweitert, also mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre, gut, haben Sie dann Zeit, das erbringen können, dann haben Sie die Chance, ins Bleiberecht zu kommen. Wenn Sie es nicht schaffen, kommen Sie nicht dahin und versehen mit einem Stichtag. Das ist also kein, wie es manchmal geschildert wird, Anreiz für Leute, einfach zu kommen. Kommen wir mal einfach nach Deutschland und kommen wir ins Bleiberecht. Mitnichten ist das so einfach. Es betrifft Menschen, die schon lange hier sind. Herr Schumann, vielleicht noch auf eine Entwicklung blicken, die auch für Sie möglicherweise jetzt wieder wichtig werden wird. Die Katastrophen in der Welt werden ja nicht kleiner. Wir haben ein verheerendes Erdbeben in der Südosttürkei und in Nordostsyrien. Es sieht in diesen Städten wie Adana und anderen aus, eigentlich wie in Mariupol, in Kharkiv und in Cherson in der Ukraine. Die sind völlig zerstört, eine völlig kaputte Infrastruktur. Jetzt sollen ja eine ganze Reihe von Menschen, die auch vor allem familiäre Beziehungen nach Deutschland haben, da gibt es ja auch hierher vorübergehend kommen und Aufenthaltsstattung, Duldungsstattung genießen. Man weiß nicht, wie viele das sind. Es sind ja Millionen von Menschen betroffen. Womit rechnen Sie jetzt auf kommunaler Ebene, was diesen Bereich angeht oder dieses Ereignis? Insgesamt die Ereignisse, wir wissen nicht, was in der Ukraine weiter passiert. Mit der Wenn der Krieg weitergeht. Ja. Also insgesamt sind die Prognosen hoch. Bei uns ist ja die Frage, das kann ich mich nur mal wiederholen, nicht das Ob, sondern das Wie. Und auch wenn mehr Menschen kommen, haben wir nicht deswegen mehr Unterkünfte. Und das ist ja das Problem, was wir haben. Überall wird an jedem Arm Container wird gezogen, an jedem Zelt wird gezogen, an jeder Sporthalle wird gezogen. Wir müssen das ja auch irgendwie leisten können. Wenn wir das beziehungsweise müssen dann sagen, okay, wir lassen alle Standards sein, bauen überall alles voller Container und Zelte und bringen die Menschen erst rein. Das kann man ja auch sagen. Das muss aber auch gesagt werden. Aber ich halte das für einen falschen Weg. Wir müssen die Menschen ja auch versorgen können. Die brauchen Ärzte und so weiter. Die müssen einkaufen gehen. Die müssen zur Schule gehen, zur Kita gehen. Wir haben nicht mal mehr Lehrkräfte genug, um Deutschkurse anbieten zu können. Und das ist doch ein Problem. Und das kann auch nicht verkannt werden. Und klar muss man Menschen helfen, aber wir können auch nur so vielen Menschen helfen, wie wir es leisten können. Und deswegen nochmal, es stellt sich für mich nicht die Frage des Ob, sondern des Wie. Und das muss die Bundesregierung von uns beantworten. Herr Salih, es gibt ja in Europa auch viel Ärger wegen der Flüchtlingspolitik. Wer nimmt wie viele Flüchtlinge auf, die Verteilung in den einzelnen EU-Ländern. Deutschland klagt auch immer, dass eben sehr viele, mehr als in andere Länder, zu uns kommen. Für viele Flüchtlinge gilt ganz offensichtlich auch, dass Deutschland nach wie vor das attraktivste Zielland ist. Ich glaube, 74% aller Asylbewerber kommen gar nicht registriert hierher. Das heißt, sie sind nicht in dem Land registriert worden, wo sie den europäischen Boden betreten haben. Das heißt, sie sind ganz gezielt direkt nach Deutschland gekommen. Woran liegt das, dass Deutschland so attraktiv ist? Das sind ja nicht nur familiäre Strukturen, die hier herrschen, dass viele doch nach Deutschland wollen. Warum? Also
Also zum Anfang an, für mich persönlich, ich wollte nicht nach Deutschland. Also ich komme hier wie Zufall. Ja, also ich wollte nach Schweden zum Anfang an. Aber ich habe nicht geschafft. Und, aber ich denke, die Leute mögen nach Deutschland zu kommen, weil also Deutschland, sie haben ganz schönes Bild in die arabischen Ländern als ein Land, der viele Fabriken gibt, zum Beispiel viele Business gibt, kann man also die Türen sind offen. Für also Wohlstand, Freiheit, Demokratie. Genau. Genau. Zum Beispiel eine echte Geschichte, also wahre Geschichte passiert. Also jemanden wollte nach Niederland mit seiner Familie. Und dann hat gehört, dass in Niederland die Leute oder die Regierung oder im Sozialamt, sie nehmen die ganze, was sie haben von Geld oder von Gold, die Frauen und so. Und danach sie bekommen soziales Geld. Aber die ganze Geld, die die haben, sie nehmen die weg dort. Und dann haben sie gesagt, nee, wir bleiben dann hier in Deutschland. Das heißt, dass die Ersparnisse dann da also, weggenommen werden und man in Deutschland sozusagen hier ruhiger als Flüchtling oder als Asylbewerber genau. leben kann. Ja. Jetzt gibt es ja die Frage, wie man mit der Belastung der Strukturen durch viele Flüchtlinge umgeht. Es ist ja zum Teil restriktiv. Die Ukrainer sind davon ausgenommen. Die dürfen den Wohnsitz frei wählen. Die haben ja auch einen besonderen Schutz hier, während es eine Art Residenzpflicht der Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus anderen Ländern gibt. Wohnsitzauflage nennt sich das. Sollte man das, Herr Lind, ändern? Sollte man, wer bei Verwandten unterkommen kann, wie jetzt auch viele Ukrainer auch, und Ukrainerinnen, sollte man die von dieser Wohnsitzpflicht, von dieser ja, fast Kasernierung in diesen Containertörfern freistellen? Theoretisch wäre das ja einladend, aber ich finde, das kann man nicht und sollte der Bund nicht. Ich mache es mir nicht so einfach zu sagen, Bund macht alles richtig und die anderen Ebenen versagen. Das ist so das typische Spiel, haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das kann aber nur erfolgen, wenn das einvernehmlich ist mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Ländern. Die haben aber in der Vergangenheit sehr wohl Wert gelegt auf Residenzpflicht. Das ist ja nochmal was anderes. Residenzpflicht ist gerade im Asylverfahren eine Rolle. Wohnsitzauflagen betrifft auch Anerkannte. Aus dem Grund, dass man nicht wollte, dass in bestimmte Gebiete sehr viele gezogen sind, was man festgestellt hat. Ich kenne es aus meiner Stadt. Wir haben eine überproportional hohe Zahl von Syrerinnen und Syrern gehabt, weil sie dort viele Angehörige hatten, weil die Community da war und so weiter und so fort. Der Sinn von Wohnsitzauflagen war ja, das zu minimieren. Deshalb bin ich nicht für eine grundsätzliche Aufhebung, wenn dann nur im Einvernehmen der drei Ebenen und dann auch, wenn das aus Sicht der Kommunen als sinnvoll erachtet wird. Dann kann das gut sein. Aber wir werden jetzt auch sehen, Türkei, Syrien, auch wenn viele Leute Verpflichtungserklärungen unterschreiben, die Leute aufnehmen, wird das am Ende dazu führen, dass tatsächlich auch Kommunen sehen müssen, wie sie die Kosten tragen. Und dann tun Wohnsitzauflagen doch ihr Gutes und sorgen dafür, dass es eben nicht zu finanziellen und infrastrukturellen Überbelastungen kommt. Frau Kortweg, eskalierender Krieg in der Ukraine, nicht undenkbar. Viele Menschen, die aus der Türkei, weniger aus Syrien, da gibt es ja sehr schwer, versuchen nach Deutschland zu kommen und diesem Elend in dem Erdbebengebiet zu entfliehen. Darauf sind wir nicht so gut vorbereitet. Nein, sind wir nicht. Wobei, die kommen natürlich tatsächlich unter anderen Voraussetzungen. Also ich habe mir mal das angeguckt, was die alles nachweisen müssen, damit sie einreisen dürfen nach Deutschland. Das fängt schon mit einem Pass an. Viele haben keinen Pass. Oft in den kaputten Gebäuden begraben ist. Pass, genau, unter den Trümmern oder sie sind nicht mehr gültig, die Dokumente. Und dann muss diese Verpflichtungserklärung unterschrieben werden, dass die Verwandten aufkommen. Und die ziehen ja zu Menschen, die in Deutschland schon sehr lange leben, oft in Deutschland geboren sind. Ja, oft ist das so, die Kinder bleiben in Deutschland, die Eltern ziehen dann nochmal in die Türkei. Die etabliert sind in Deutschland, die auch das Vermögen haben, also die eigenen Verwandten eine ganze Weile durchzuziehen. Ob das dann so ist, wie man sich das im Moment denkt, dass die nach 3 Monaten dann in ihre Heimat zurückkehren können, das würde ich stark bezweifeln, weil nach 3 Monaten wird da natürlich nichts schon wieder aufgebaut sein können. Kurze Frage ganz zum Schluss. Wir sind gleich am Ende. Herr Schumann, in Upal, wie lange werden die Flüchtlinge, die da jetzt in diesem Containerdorf untergebracht werden sollen, bleiben? Gibt es da schon eine Information von höheren Instanzen, wie lange das geplant ist? Zunächst für 12 Monate. Es gibt aber Optionen mit der Verlängerung, weil wir einfach dauerhafte Unterkunftsplätze brauchen. Ich brauche erstmal Grundstücke, um das errichten zu können. Und wenn wir die haben, können wir Upal wieder abbauen.
Die habe ich aber momentan noch nicht und deswegen, ich habe auch leider keine Glaskugel, kann ich es nicht sagen, aber zunächst für 12 Monate. Würde das interessieren. Genau, ich würde es auch gerne wissen wollen, das können Sie mir glauben, um auch die Lösung präsentieren zu können, die ich eben noch nicht habe. Gut, das ist ein Thema, das wie viele Themen der Zeit uns noch lange beschäftigen wird. Ich bedanke mich bei Eva Quadbeck, bei Helge Lind, bei Tino Schumann und bei Alex Asali. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, am Wochenende wird Phoenix ausführlich von der Münchner Sicherheitskonferenz berichten. Hauptthema natürlich Krieg gegen die Ukraine, die Situation im Iran. Die amerikanische Vizepräsidentin ist anwesend, ebenso wie der Bundeskanzler. Los geht's am Freitag um 13.15 Uhr, am Samstag ab 10 Uhr und Sonntag nochmal von 12 bis 14 Uhr. Aktuelles bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky, da nochmal ausführlicher zum Flüchtlingsgipfel, dann auch die Statements, die Äußerungen der anderen Beteiligten an diesem Gipfeltreffen. Bleiben Sie bei uns.